beiden Linienrichtern. Und die Aufstellung der Türkei mit der Nummer 1 Fatih, mit der Nummer 2 Recep, mit der Nummer 3 Semih, mit der Nummer 4 Cüneyt, mit der Nummer 5 Gökhan, und zwar Gedik Gökhan, mit der Nummer 6 Keşkin Gökhan, Nummer 7 Ünal, mit der Nummer 8 Ridwan, eine der Sturmspitzen, mit der Nummer 9 Mustafa, mit der Nummer 10 Öyüz und mit der Nummer 11 Feyyaz. Und das ist Dizan Tirpan, der Trainer der Türkei. Ja, und jetzt hat dieses Spiel begonnen. Die Österreicher, Torhüter Fatih. Und bei diesem Schuss hat er keine Mühe. Polster, jetzt Ruß. De Georgi. Der erste ernsthafte Schussversuch auf das Tor der Türken durch Josef De Georgi. Mehr als eine Viertelstunde vorbei, 0:0 noch immer. Ridwan, zu weit die Flanke und dann Mustafa. Sehr gefährlich. Mustafa mit der Nummer 9. Ein beachtliches Solo. Ünal. Und wieder eine große Chance vergeben von Öyüz. Ja, mehr Chancen darüber. Gleich in der eigenen Hälfte und nehmen daher den Österreichern doch einiges an Spielraum. Wieder ein Eckball. Eine halbe Stunde vorbei, noch immer kein Tor gefallen. Der vierte Eckball für die Österreicher. Braska. Pfeffer. Dann durch ein Tor von Walter Schachner einen 1:0-Sieger. Milfurt. Ogris, jetzt kann er mal auf und davon gehen. Ogris. Polster. Und Tor. 1:0 für Österreich. Schütze ist Toni Polster, sein erstes Tor wieder. Jetzt ist es ihm gelungen. Ideal aufgelegt von Ogris, so wie in alten Zeiten bei der Austria. Ogris legt auf und Polster verwertet zum 1:0. Schiedsrichter Lanese hat Polster jetzt zurückgeholt, der sich bei Teamchef Hickersberger bedankt hat. Und wir haben hier die Wiederholung gesehen. Großartig gespielt von Andreas Ogris. Durchgezogen, angedeutet, einen idealen Pass zur Mitte. Und da wartet Polster und verwertet zum 1:0 für Österreich. Herzog. Vielleicht löst sich jetzt das Spiel etwas. Vielleicht
wird jetzt das Spiel der Österreicher, wenn man sich das erwartet hat. Herzog, ganz alleine jetzt, idealer Pass von Rus. Herzog, und der Ball ist im Tor, 2:0. Herzog, ein großartiges Tor von Herzog jetzt zum 2:0. Einmal die Abwehr der Türken unaufmerksam und kurz vor der Pause. Jetzt also das 2:0, hier die Wiederholung, langer Pass von Rus. Herzog nimmt den Ball mit. Die Situation hervorragend erkannt und schießt an Torhüter Fattig vorbei zum 2:0. Ja, ein versöhnliches Finish, das muss man sagen, ein versöhnliches Finish für die österreichische Mannschaft in dieser ersten Hälfte. 2:0 jetzt durch Herzog. Herzog. Das war das erste Tor von Andreas Herzog in der Nationalmannschaft. Für Polster war es das 10. Damit hat er mit Herbert Prohaska gleichgezogen. Herbert Prohaska hat ebenfalls schon 10 Tore in der Nationalmannschaft geschossen. Fejas. Ist zum Kopfball gekommen, Mustafa gegen Rus und Artner. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Das ist ein Mustafa, bisher der gefährlichste Spieler der Türken. Österreich führt zur Pause mit 2:0. Das ist der Start zur zweiten Spielhälfte. Mittlerweile haben sich 24.000 Besucher hier im Stadion eingefunden. Es gab da einige Schwierigkeiten, weil nur wenige Kassen geöffnet waren. 2:0 also für die Österreicher. Nach Herzog setzt sich auch in der Defensive jetzt einige Male schon gut in Szene. Prohaska. Guter Pass für Herzog, idealer Lochpass. Ja, das waren die Passes, die man von Herbert Prohaska erwartet hat, wie dieser hier auf Andreas Herzog. Eckball für die Österreicher. Prohaska. Herzog. Und der Ball ist wieder im Tor. 3:0. Herzog erzielt sein zweites Tor. Von Ogris noch ein wenig abgefälscht, glaube ich. Wir werden es jetzt gleich sehen. Der Eckball, zu kurze Abwehr von Ogris, abgefälschter Ball. 3:0, aber der Torschütze heißt Herzog, auch wenn Ogris diesen Ball noch berührt hat. Wir sehen das noch einmal. Hier der Schuss. Und von Ogris unhaltbar abgefälscht, das 3:0. Inzwischen gab es einen Wechsel, nämlich Peter Backhult kam für Gerald Wilfurt. Und jetzt auch ein Wechsel bei den Türken. Das ist der neue Mann mit der Nummer 16, Savaş Koç. Spieler Savaş Koç. Wir kennen ihn von den Spielen mit Galatasaray. Er spielte auch in Deutschland bei Hannover 96, spricht ganz ausgezeichnet Deutsch.
wieder Ridwan. Und jetzt haben die Türken ein Tor aufgeholt durch Feyyaz. Feyyaz stellt auf 3:1. Hier die Wiederholung, zunächst der Haken. Und völlig ungedeckt, Feyyaz in der Mitte. 3:1 nur noch für die Österreicher. Herzog auf der Bahre aus dem Platz getragen, vom Platz getragen. Ünal, gefährlich. Lindenberger, noch einmal Ünal. Und jetzt hat Lindenberger den Ball. War das gefährlich jetzt? Klaus Lindenberger, was er sich vorgestellt hat. Hat hier den Platz zum Schuss genützt. Ein Aufsetzer. Aber Torhüter Fattich bringt den Ball irgendwie unter Kontrolle. Prohaska. Guter Pass für Polster. Handspiel, aber Schiedsrichter Lanese lässt weiterspielen. War ein Handspiel dabei, aber Schiedsrichter Lanese lässt weiterspielen. Und Tor. Danju erzielt das 3:2. Da haben die Österreicher jetzt nicht aufgepasst, haben gedacht, da wäre ein Hens zu geben gewesen. Und mittlerweile erzielt Danju 10 Minuten vor dem Ende das 3:2. Hier noch einmal dieses Tor, herausgespielt von Mustafa, glaube ich. Die Österreicher haben nicht aufgepasst und jetzt nur noch 3:2. Gespielt. Noch einmal die Türken. Und da ist der Schlusspfiff. Jawohl, das waren jetzt lange Schlussminuten. Österreich gewinnt gegen die Türkei mit 3:2. Die Torschützen Polster und zweimal Herzog. So will Feyyaz und